Kreis. Unseren Ökonomierer Franz Kitschenbacher mit seiner bezauberten Gattin Uli. Lieber Franz, herzlich willkommen und aufs Geladen aufgefallen. Entsprechend öffnen. Es freut mich ganz besonders, dass unser Bundeskanzler den Weg zu uns gefunden hat. Gestern war er noch beim Bauernbundball, heute schon da, er hat bis über 5 Uhr getanzt und ist jetzt da und wird uns dann sagen, was besser war. Der Bauernbundball als der Steinische Bauernbundball. Aufwärmen am Bauernbundball, was heute gerade gewesen ist. Bundeskanzler Magister Karl Nehammer mit seiner bezauberten Gattin Katharina. Ja, und was wäre ein Ballon und sein Landeshauptmann? Unser Landeshauptmann Christoper Drexler mit seiner bezauberten Gattin Iris ist der große Förderer des Kulturbundes Volkskulturreferent und Ballon. Freuen wir uns ganz besonders, dass er auch heute wieder hier beim Ball der Bälle anwesend ist. Und das wäre dann auch für den alten Landeshauptmann. Herr der Schützenhöfer mit seiner Annemarie. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast die steirische Volkspartei in jene Höhen geführt, von der wir jetzt noch profitieren. Und ich gehe davon aus, dass dieser Vertexler das weiterverwendet. Aber wir sind natürlich auch auf jeder Ebene gut aufgestellt. Und daher bin ich sehr froh, dass unser Präsident des österreichischen Bauernbundes, Nationalratsabgeordneter, die Diplom-Ingenieur Georg Strasser bei uns ist und an seiner Seite die entzückende Staatssekretärin für Jugend im Bundeskanzleramt, Claudia Backholm. Herzlich willkommen. Ja, seit gut 3 Monaten, 100 Tage sind schon vorbei. Ist unsere Simone Schmidbauer von Brüssel nach Graz gekommen und ist jetzt unsere Landesrätin für Land- und Volkswirtschaft und für Wasser, also ein umfangreiches Ressort, aber sie betreuen alle unsere Angelegenheiten, die uns vom Bauernbund her auch entsprechend interessieren. Wirtschaft und Landwirtschaft gehören zusammen, haben wir immer gesagt. Ich begrüße ganz herzlich die Landesrätin, die Wirtschaftslandesrätin, Magister Barbara Eibinger mit ihrem Göttergarten. Herzlich willkommen, Marco Miller. Ja, und Landesabgeordneter, Bildungssprecher der ÖVP, Volksanwalt und jetzt Landesrat in der Steiermark, unser Bildungslandesrat, Werner Amon. Herzlich willkommen, wir von der Sportverband. Und ja, Gott sei Dank haben wir noch einige, haben wir auch es geschafft, im Gesundheitsbereich einen echten Doktor hinter die Agenten des Landesrates zu bringen. Dr. Karl-Heinz Kornhäusl mit seiner Bezahlung vor. Herzlich willkommen. Und du hast eine sehr, sehr schwere Aufgabe, Pflegegesundheit, aber du hast alles im Griff. Das haben wir durch die gesehen und das sehr, sehr viel erklärt. Wir begrüßen von Seiten der Landwirtschaftskammer unsere Vizepräsidentin Maria Bein mit ihrer Zahlung, Dr. Magdalena. Die Kammer, unser bester Partner und was wäre die steirische Volksparteiin und ihre Landesgeschäftsführer. Landtagsabgeordneter Teddy Eisler-Eisersberg mit seiner bezaubernden Frau ist natürlich unter uns und wird hoffentlich die mehrere Ballnacht bei unserer Seite verbringen. Er kommt dann direkt vom KPV-Landesland und er muss uns morgen wieder eine Klausur absolvieren und beweisen, dass du fit bist, dass du das durchhalten kannst. Die Landesbäuerin, unsere Landesbäuerin, die Florian Brandner. Oh, jetzt mal übersehen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich auf die andere Seite geschaut. Unser bäuerlicher Abgeordneter der Steiermark im Nationalrat, Andreas Kühlberger, Bürgermeister in Bautner mit seiner bezauberten Frau. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und jetzt darf ich auf die andere Seite schauen. Viktoria Brandner, Landesbäuerin der Steiermark und Almbauern der ersten Stunde. Sie verbringen den ganzen Sommer auf einer wunderbaren Dunkelhäuser und genießen und produzieren die Produkte, die wir so gerne genießen. Wir sind ganz herzlich unseren Nationalratsabgeordneten Richter Stark und an seiner Seite die Nationalratsabgeordneten Frau Dr. Agnes Dotter und auf der linken Seite ich war es gesehen, natürlich die Landtagsabgeordnete Frau Bürgermeister von Fischbach sind der Karelli. Herzlich willkommen. Ja, und in Graz haben wir ein schweres Los. Der Kurti Hotziner hat es nicht leicht bei dieser Regierung, die wir haben, aber er macht es gut und lieber Kurti, ich bin zuversichtlich, dass wir bei der nächsten Wahl wieder die Nummer 1 stellen werden, dass du unser Bürgermeister von Graz hier. Lieber Kurti, uns
Vereinszöger. Herzlich willkommen in seiner Bezahlung. Ich begrüße, er hat jetzt vor heute Monate hinter sich gebracht, den Präsident des Gemeindebundes der Steiermark und zwischenzeitlich hat er auch Gemeindebund Ursula Präsident sein dürfen, unseren Landtagsabgeordneten Bürgermeister Erwin Dierberger. Herzlich willkommen hier beim Steirischen Bauernbundball. Magister Herzlöhn mit seiner bezauberten Gattin und er war ja seinerzeit der jüngste Bürgermeister. Jetzt sitzt der Nationalrat Zwischenbürger und Bundesratspräsident. Herzlich willkommen. Ja, da haben wir jetzt zwei Herren, die gemeinsam einziehen wollen, wenn ich das richtig sehe. Ja, einer war Landesrat für Wirtschaft lange in der Steiermark. Und da haben wir schon einen Herren, jetzt im Energiebereich tätig. Und der andere ist eine Legende, eine Sturmlegende. Er hat es geschafft, der Sturm am Dreimalmeister wurde. Er hat die Champions die Zeiten von Sturm zu verantworten. Unser Präsident aus Linz, Hannes Kartnick, herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz herzlich den Agrarsprecher der ÖVP in der Steiermark, unseren Hubert Lang aus dem schönen Handberger Land. Herzlich willkommen mit deiner Gattin. Und dahinter gleich der nächste Abgeordnete, Landtagsabgeordneter Gerhard Holler aus Leibnitz, also Bezirk Leibnitz, Stocken, ganz genau, mit seiner bezahlten Gattin. Herzlich willkommen. Und dahinter der nächste Leibnitzer ist der Bezirksparteiobmann von Leibnitz, ist Nationalratsabgeordneter Joachim Lang, Bürgermeister aus Lang. Joachim Schnarr, Bürgermeister aus Lang. Das ist also schön. Herzlich willkommen beim Steirischen Bauernbundball. Ja, und er ist seit kurzem Landesobmann des Seniorenbundes der Steiermark. Von lange Bundesrat, Ernest Schwitzhagen, herzlich willkommen beim Bauernbundball. Willst du mal weitergehen, sonst sehe ich ihn nicht. Ah, Juni, haben wir jetzt schon. Jetzt soll auf ihn schauen und nicht auf dich, du warst so versteckt. Entschuldige, Landtagsabgeordneter Juni, haben wir jetzt. Herzlich willkommen, Entschuldige, du warst auf der falschen Seite. Habe ich nicht gesehen. Ich begrüße ganz herzlich die billigste Rektorin der Steiermark, Magister Elisabeth Weichsler mit Bürgermeister Gerhard Weichsler, Bürgermeister aus Graz, einer der größten Gemeinden der Steiermark. Jetzt geht's mir gut. Jetzt war so eine hübsche Dame und ich singe zu weit. Unser Landesvorsitzender Steiermark, Josef.
es heißen und mit so einer Bezauberungsgarten. Herzlich willkommen und danke auch für deine Unterstützung. Und dahinter gleich Generaldirektor von der Zahlreiche Minister Martin Schaller mit seiner Bezauberungsgarten. Herzlich willkommen beim Ball. Und jetzt geht's weiter in einem Schwung. Da haben wir jetzt die Grabe, unseren Hauptsponsor. Herzlich willkommen, Generaldirektor Magister Klaus Scheidegger mit seiner bezauberten Gattin. Und dahinter unseren Minister Georg Schneider, ebenfalls Vorstandsdirektor der Grazer Wechselversicherung. Und dann, Herr Magister Swoboda, herzlich willkommen hier beim Steirischen Bauernbundball. Die Grabe natürlich entsprechend vertreten. Sie hat es auch ermöglicht, dass wir das auf die Beine stellen, dass wir ihn bieten können. Und dahinter kommt der Messedirektor. Herzlich willkommen, unser Albanker Zugverbandspräsident, österreichischer Bankenzugverbandspräsident. Vor zwei Wochen hatten wir hier noch eine große Veranstaltung. Die Albanker-Messe. Thomas Petsch, willkommen, unser Landtagsabgeordnete. Herr Wollersek, herzlich willkommen. Und dann mit Ihrem Garten. Und dann kommt einer, den kennen wir alle. Es ist der Willi Garané mit seiner bezauberten Christiane und er wird jetzt den Aufwand machen. Und ich bitte um Verzeihung, wenn ich den einen oder anderen nicht gesehen oder nicht erkannt habe. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich jetzt auf den Aufwand von den Schulen aus Krödig und vom Kranderhof. Wir haben in diesem Jahr extra geschaut, dass wir die landwirtschaftlichen Fachschulen aus den Enstern hierher bringen. Warum? Unser Präsident. Unser Landeshauptmann Christoper Drexler aus dem Einzug. Da freut es mich ganz besonders, dass die Schule aus Einzug es zustande gebracht hat. Immerhin 32 Paare, das ist in Ungarn nicht so einfach. Wir haben Gott sei Dank sehr, sehr gute landwirtschaftliche Fachschulen. Und ich bin stolz darauf, dass die hier den Aufwand machen werden. Und lieber Willi, jetzt bist du dran. Ich darf das Mikro dir übergeben. Mikro braucht sehr Platz. Passt. Ich darf allen noch eine wunderbare Wahlnacht wünschen. Halten Sie durch, genießen Sie die wunderbare Kulinarik, genießen Sie dieses wunderbare Programm und halten Sie durch bis in der Früh. Ich freue mich, wenn ich den letzten Gastgang am Vormittag hinausgehalten darf. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Kommen, eine wunderbare Wahlnacht, Ihr Franz Wanner. Dankeschön.